Ich bin jetzt echt so ein bisschen. Okay, warte mal. Die Konserven sind die ernsthaft weniger. Alter. Das sind noch hier die Konserven, oder? Nee. Da oben. Ja, super. Da würde ich eigentlich am liebsten das hier schon alles dorthin ballern und das da hierhin ballern. Aber viel Spaß, da habe ich echt keinen Nerv drauf. Ansonsten. Nur mal so just for fun. Was passiert denn, wenn ich. Wenn ich. Wenn ich so und dann so. Ein bisschen rum experimentieren hier. Was würde denn so? Nur mal so just for fun. Was würde denn Sachen passieren, wenn ich das da mache? Egal, ich habe auch Autos. Tut, tut. Ich finde das voll süß. Aus dem Weg, ihr Arschmaden. Wie kannst du denn mehrere Züge machen? Weil du hast doch nur eine Schiene. Ich weiß nicht, wie die das machen. Ob die sich durchglitschen oder was auch immer, was sie tun. Keine Ahnung. Du hast ja drei Züge, ne? Am Anfang. Ja, schon. Weil irgendwie sehe ich bisher immer nur irgendwie einen Zug. Oder muss man das erst ausbauen, damit man einen zweiten Zug hat? Verstehe ich gerade nicht so ganz. Ich meine, wenn da jetzt der Zug hin muss und hier der Zug hin muss, das wird doch nie im Leben reichen. Ein Zug schafft das doch nie im Leben. Hast du mitbekommen, dass Fallout 76 jetzt Battle Royale bekommt? Pff, ja, weil die meinen, dass irgendwie jedes Scheißspiel heutzutage Dings haben muss. Ja, alles muss Battle Royale haben, das wird alles besser. Ja. Mein Leben ist auch immer ein kompletter Battle Royale. Deine nicht? Noch nicht. Eine Krankheit ist ausgebrochen. Hab ich hier Krankenhaus? Ja, ist auch schon unterwegs. Ich war hier schon länger nicht mehr. Gibt's hier eigentlich irgendwie was? Deine Chance für eine gerechte Sache einzustehen. 40.000 ist schon mal nicht schlecht. Aber wie gesagt, nö. Ansonsten habe ich hier leider keinen Stern, nö. Spielstand. Ich habe einen Stern. Glaube ich. Wo war noch gleich der Hauptschalter? Der Hauptschalter ist nicht da, weil irgendwie der Strom fehlt. Okay. Da sind jetzt 207 Fässer drauf? Ernsthaft jetzt? Aber wenn der Zug jetzt da ist, dann wird das hier ziemlich kritisch. Ich verstehe nicht so ganz, warum haben sie nicht gleich zwei Schienen genommen? Also eine Schiene, wo zwei Seiten sind. Einmal eine linke und eine rechte Seite.
Ich weiß es nicht. Aber es laggt gerade. Hast du wieder jetzt das Ding gewechselt? Yep. Sind wir mal wieder soweit? Mhm. Aber wir müssen jetzt dann eben ein Aufnahmepäuschen machen. Da. Doch, ich habe das Gefühl, dass ich kaum was erreicht habe irgendwie. Weil ich die ganze Zeit irgendwie nur am Häuser hin und her schieben war und irgendwie da was kaputt machen, da korrigieren. Ach so, in so einem Kraftwerk passen maximal 100 rein, okay. Und jetzt fährt er los, um jetzt automatisch gleich zu... Ah, hier sind doch zwei Züge unterwegs! Okay, das ist ein echt ausgeklügeltes, intelligentes System vom Spiel hier. Dann schickt er die Züge so los. Okay, jetzt sind es sogar drei Züge, okay. Ja, dann ist ja alles easy, ja, dann ist alles super. So, und jetzt haben wir hier Strom. Und jetzt geht die Großküche und die Konservenfabrik alle Strom. Und jetzt hoffentlich, dass die ganze Scheiße endlich mal funktioniert. So, die Brauerei kriegt ein bisschen Strom ab, lol. So, alle Großküchen, alle Konservenfabriken, alle Strom. Jetzt sollte die Scheiße langsam mal rollen. Sieht ja schon gleich viel besser aus. Schon gleich Instant 1-2. Was habe ich hier gebaut? Achso, das habe ich noch gar nicht gebaut? Ich dachte gerade, ich hätte schon eine Hochräderfabrik gebaut. Nee, habe ich doch noch nicht. Wie kann ich nur? Zack. Warte mal, ein Hochrad zu bauen braucht 15 Sekunden? Sehe ich das richtig? Da kommt das nächste Öl. Alter, das mit dem Strom feiere ich gerade extrem. Seht nur, wir befinden uns in bester Gesellschaft. Das müssen die Zuschauer wissen, soweit war ich noch nicht. Das ist das erste Mal, dass ich Strom habe. Ich bin gerade so stolz! Warte mal, was? Fischerin? Ja, los, zieh ein. Dann habe ich hier wieder irgendwo Einwohnaufgabe. Da. Ich weiß, Sie sind beschäftigt. Was? Holen Sie sich das Geschenk ab, also. Da oben. Eine Epidemie. Boah, Alter, es leckt schon wieder. Was Sie auch tun, machen Sie bloß weiter so. Weil Küren. Oh, Jenny! Was denn? Ein Walkürenhelm! Was? Habe ich das Geschenk gerade auf deiner Insel abgeholt? Was? Habe ich dir gern geschenkt. Du baust auch sehr komisch. Sehr interessant. Du baust exakt wie heutzutage die Städte aussehen. In der Mitte die City mit den Riesenhäusern. Und je weiter du weggehst, immer so... Die Bauern. Die ruhigen Vororte. Die Beppos. Wie ich baue, weiß ich nicht. Hier ist wieder super... eozentrisch... was? Esozentrische Viertel? Die Luke vom Lager. Schnaps wird weniger, das sehe ich jetzt schon. Okay, 6 Konserven. Jetzt sollte es langsam... Ja, jetzt sollte es funktionieren. Und die ersten Hochräder sollten dann auch hier irgendwo zu finden sein. Wo sind die? Spielstand gespeichert. Ach da. Ja, Hochräder! Easy. Und das Öl kommt auch wunderbar hinterher. Eigentlich musst du deine Insel ja nur... mit Strom versorgen, mit zusätzlichem Öl, wenn du halt wirklich noch mehr, viel mehr Kraftwerke baust. Ja. Oder warte mal. Nö. Der Rest ist ja eigentlich noch einfacher. Jetzt kannst du ja theoretisch das Öl auch von allen Seiten irgendwo hinbringen.
Wenn du Dampfschiffe hast, heißt das. Eine elegante Lösung. Jetzt hier noch diese beschissenen Glühbirnen und dann hast du auf. Ach so, Taschenuhren. Die Feierlichkeiten sind beendet. Du brauchst nur Gold. Die Aktivität ihrer Stadt hat sich verringert. Gold brauchst du und Glas. Erfordert auch Elektrizität. Jetzt brauchst du echt so ein Elektrizitätsviertel. Ich hab schon eins. Ja, ich meine, ich habe jetzt auch gute Chancen, eins zu haben hier. Hier passen auch noch eine Menge Fabriken hin. Warte, die Melzerei ist jetzt auch davon betroffen? Ich find's aber ein bisschen scheiße, dass du den Strom nicht abschalten kannst von gewissen Gebäuden. Wie ist denn von so einem Kraftwerk hier die Explosionswahrscheinlichkeit gering, okay. Weil diese komischen Autos, die hier immer so rumtuckern. Quietsch, quietsch. Funk Royal dreht gerade durch, weil ein Hund auf der Bühne steht. Ein Hund. Wow, wow. Wow, und? Scheiße. Goldschmelze. Die braucht aber keine, nee, die braucht keine Elektrizität. Kannst du die Goldschmelze auch in der alten, in der neuen Welt bauen? Nee, ne? Nein. Das braucht Kohle wieder? Oder mal Kohle habe ich bisher noch gar nicht, glaube ich, oder? So richtig, ja doch, viel, aber es wird halt so gut wie gar nicht weggenommen. Jetzt habe ich auch wirklich alles in Betrieb hier, ne? Alle Lehm, ja, alle Steine, das und die Ölquellen auch. Ja, jetzt habe ich alle Rohstoffe in Betrieb hier. Zur Not kann ich ja Köhlereien noch bauen. Jetzt kommen hier zwei Züge? Was? Jetzt so viel zu dem Thema, ein ausgeklügeltes System. Ich hatte so ein super, auch so ein episches und legendäres Ding bekommen für ein Museum. Bereit für den Einsatz. Gleich mal gucken. So, warte mal. Wo habe ich den Scheiß? Da. Der kommt dahin. Was war das hier nochmal? Beeinflusst alle Produktionsgebäude, Unterhaltskosten plus erlieferte Elektrizität. Alter, das Ding muss ich hier. Das Ding muss ich irgendwie super episch irgendwo hinbauen. Liefert Elektrizität. Wie geil ist das denn? Silberkette. Pyritkristalle. Was war das hier? Einkommen pro Haus? Minus 10%. Den Scheiß schmeiß ich weg. Dynamitfabriken. Okay. Okay, mehr habe ich jetzt nicht. Runter mit dir! Route eingezeichnet. Hier habe ich einen Bison. Eisvögel gibt es hier wieder. Jenny. Wenn du die brauchst. Ein hervorragendes. Nee. Brauchst du nicht? Nee, aktuell brauche ich eher. Alter, du bist voll leise gerade. Ich sagte gerade, ich brauche Gulasch. Ja, kenne ich irgendwo, ja. Habe ich den? Ich glaube ja, ne? Psychisch. Ich weiß wenig, welche Viecher ich jetzt schon habe und welche nicht. Ja. Ich hatte schon. Hi. Willkommen
Im Emporium Exotik. Schwertfisch. Ein Feuer ist ausgebrochen. Mist. Hab ich... Der sagt mir gerade auch nichts. Doch, habe ich schon. Mist. Okay, einmal will ich noch drehen. Alles bereit. Suchst du etwas bestimmtes? Ja, ich suche Tiere, das hast du nicht. Das wird schon gelöscht, oder? Ja. Tja, das nächste ist allerdings ein bisschen... Gold kannst du darüber transportieren, das sehe ich ja ein. Glas habe ich genug. Uhren brauchst du auch nicht so viel, ne? Was? Eine Uhr brauchst du nicht so viel, ne? Nee. 1400. Warte mal. Wo waren die Uhren da? Da werde ich auf jeden Fall zwei machen. Wenn das die Unterhaltskosten nur 1400 sind und eine Uhr bringt 3000. Kannst du machen, musst du aber nicht. Ich habe das Gefühl, dass das dieses scheiß Stahl bald nicht mehr daherkommt. Wirklich. Ich meine, wenn ich... theoretisch hier noch ein Kraftwerk hinbaue, hier in die Mitte, dann dürfte das auch die zwei locker erreichen. Und diese ganzen Stahlwerke hier. Das wäre auch nochmal super. Aber das hier ist, ja, extrem am Arsch der Welt. Und du kannst nur einen Ölhafen bauen, das ist irgendwie schwachsinnig. Hey, wieso kann man denn nur einen Ölhafen bauen? Das ist ja voll billo. Den kannst du halt erweitern. Ja, toll. Aber jetzt Strom auf die andere Seite der Insel hinzukriegen, wie willst du denn das machen? Ich kann hier eine Achterbahn bauen, Rollercoaster Tycoon, Alter. Da fährt der Zug hier einfach über die Berge lang. Weil hier würde sich das auch noch extrem gut anbieten. Ich glaube, die dürfen ein Dings sein. Tja. Also hier so könnte ich mich entlang schlängeln, das sehe ich ein. Da könnte ich auch noch entlang. Also vielleicht auch hier so. Erstmal hier so ein Knick. Dann da so. Dann könnte ich den hier anbinden. Oder zum Beispiel auch hier so rüber. Aber dazu bräuchte ich richtig viel. Ja. Da reicht mein Stahl gar nicht hier aus. Wow, auf meiner Hauptinsel habe ich keinen Stahl mehr. Das ist ja, das ist auch ein Weltwunder. Du hast ja echt ein Stahlproblem. Warte mal, wie sieht die Capo Grande aus? Oh, hier habe ich noch richtig viel Stahl. Und ich habe hier sogar noch einen Stahl... Wow, ich habe sogar noch eine Stahlquelle übrig. Jetzt zapfe ich mir noch hier Stahl an. Glück habe ich die Insel hier noch. Eine. Hier habe ich auch so, so richtig scheiße gebaut. Vor allem hier ist so viel Platz drauf gegangen dadurch. Genauso hier. Das gibt's auch gar nicht. Das müsste ich ja noch komplett alles abreißen hier. Ja, hier ist alles richtig. Wie braucht der? 100. Ernsthaft? Thema Handy-Games. Wow. Was für Handy-Games? Ja, die machen gerade wieder Werbung für Handy-Games. Der Laden läuft. Das ist halt das, was ich nicht verstehen werde.
Echt mal, wer kauft denn schon Spiele? Nein, wer kauft es fürs Handy? Ja, wer kauft schon... Ja, genau. Kurze Frage, wo habe ich mein Stahlwerk da? Das suche ich auch öfter. Plop. Also Stahl könnte ich dann hier abzapfen, das sehe ich ein. Habe ich dann jetzt hier irgendwo noch ein Schiff? Neue Befehle? Du hast gerade nichts zu tun. Du gehen dahin. Du schaffen mir gleich Stahl ran. Okay. Weil ich werde nämlich gleich keinen Stahl mehr haben. So ein Kraftwerk. Was war das an Unterhaltskosten? 400! So, wo war jetzt meine komische Architektur, wie ich da hin wollte? Hier. Die Menschen lassen sie hochleben. Wow, das kommt richtig gut gerade. Ein städtischer Karneval. Juhu! Dann bräuchte ich einen größeren Hafen dann auch noch so langsam, wenn er jetzt da hinten am Arsch der Welt hin muss. Hier habe ich kein Öl. Es geht ja jetzt schon los, dass ich kein Öl habe. Wow. Nee, komm. Das Kraftwerk kannst du knicken da. Wenn ich jetzt noch ein drittes baue. Da bräuchte ich jetzt erst noch irgendwie hier Öl, was ich hier hinschleppen muss. Und dazu brauchst du eine Werft. Dampfschiffwerft. Oh. Alles klar. Wir wären dann soweit. Oh, Werft für Dampfschiffe fertig, ja. Absolut hoffnungslos, der Mann. Wir von. Alter Junge, fick dich ganz ehrlich. Das sollte sie ablenken. War das jetzt schon Zensur oder bloß Politur? Wer kann es schon sagen? Ich wollte gerade sagen, wieso fehlende... Was habe ich denn hier? Das habe ich noch nie gesehen. Sechs Frachtplätze? Langsames... Das mit folgenden Geschützen in ihren hohen Reichweiten. Entworfen und gebaut, um ausschließlich Ölfässer... Ach, du brauchst ein extra Schiff für diese Ölfässer? Ja, du brauchst ein Dampfschiff dafür. Ja, das muss ja nicht ein Dampfschiff sein, das muss ein Öltanker sein. Ja. Was ist denn Schiff nicht? Ach so, okay. Oh Gott, Frachtplätze nur einer? Ja, nur fürs Öl. Ja, wie viel macht das dann? 500 oder wie? Ich glaube 400. Ist ja noch schlechter. Dampfen. Bitte was? Bitte was? Das habe ich ja schon alles. Warum unterstützen die immer noch die Wii? Ey, die Wii war 2015, das ist 14 Jahre her. Was für Nintendo Wii? Was? Das neue Just Dance. Just Dance 2020 erscheint für die Wii. Hä? Ich versteh's nicht. Das verstehe ich jetzt auch nicht. Einfach nicht. Spielstand. Ich meine, das ist eine uralte Konsole. Hä? Verstehe ich auch nicht so ganz. Die das ist schon lange eingestellt worden, alles. Jegliche Spiele und hast du nicht gesehen. Ja, wir haben halt nur noch ein bisschen was auf der Resterampe. Das ist was, das verstehe ich nicht. Aber gut, muss man nicht verstehen. Vor allem die Server sind auch schon lange eingestellt. Ey, die Online-Server. Ja.
Achso, der muss jetzt am Arsch der Welt hinfahren wegen... Achso. Ich müsste theoretisch hier noch mal Platz lassen, damit ich dahinter noch was bauen kann. Also zum Glück kannst du hier an so einem Kraftwerk ein Milliardengebäude dran stellen. Ja, ja, das ist praktisch. Der Radius ist relativ groß. Der hat natürlich jetzt auch diese kack-kleinen Schiffe, ne? Diese kleinen Kack-Dampfschiffe da. Flotte segelt in Formation. Hast du Schiffe hier? Wo habe ich Schiffe? Neue Ziele? Ja, bei den Piraten. Nein, wieso ist er wieder da oder wie? Ja. Habe ich nicht mitbekommen. Ich schaue nebenbei noch die Pressekonferenz. Also. Ja, ich merke schon, wie du jetzt gerade zurückgekommen bist. Also, Ygas liegt doch irgendwie an der Internetverbindung oder so eine Scheiße. Ich weiß es nicht. Bin ich da? Nee, ich habe kein einziges, was schießt. Ja, ich habe auch nur welche, die schießen, aber die haben totalen Gegenwind. Ah, der kommt jetzt auch mit den kleinen. Ja, habe ich ja gesagt. Oh Gott, ist das nervig. Ja, der eine dreht schon ab, der hat schon keinen Bock mehr. Die drehen beide irgendwie ab. Ja, das wird eine endlose Verfolgungsjagd. Ja, solange er nicht zu seiner Insel fährt, ist mir das relativ wurscht. Naja, wenn er jetzt zurückfährt, um da unsere ganzen Frachtschiffe abzuknallen, habe ich auch keinen Bock drauf. Also ich habe jetzt drei Schiffe, die das eine verfolgen. Ich habe zwei andere Schiffe, die das andere verfolgen. Ich höre dich fast gar nicht mehr. Du laggst wie Sau. Ja, das Spiel geht auch gar nicht mehr voran. Oh Gott! Was ist das überhaupt? Achso. Es ist schwer. Korallkette. Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Ach, der bleibt jetzt da stehen? Okay, soll er doch. Eliminieren Sie die Piraten, bevor er zurückkommt. Also Fakt ist, dass ich dringend mehr Öl brauche. Ja, da ist gar nichts mehr drin. Und der würde es vielleicht geschissen kriegen, wenn ich hier die anderen zwei Ölquellen hätte einnehmen können. Aber nein. Das ist doch so lame. Unterhaltskosten sind nur 50, wobei es... Ah, das ist ein Depot. 250, ja. Da muss ich nur ganz kurz warten, bis ich meinen... Er ist übrigens stehen geblieben. Ja, ich weiß, der hängt da irgendwie noch mit rum. Ja, die Stallträger nehmen übelst schnell ab. Dosen kommt jetzt richtig stark hinterher. Wieso werden die hier auch wieder weniger? Das regt auch nur ein bisschen auf. Sieht es aus, als ob er dich gleich verarscht. Ich bin auch gar nicht da, ich bin in der alten Welt. Ich warte nur darauf, dass das Schiff angegriffen wird, dass ich dann da hinklicken kann. Ich verfolge das gerade so ein bisschen. Jetzt hast du ihn einmal getroffen. Eins von den beiden. Fehlende Elektrizität. Wir erreichen die Grenzen des Machbaren. Ja, genau. Elektrizität keine. Das Kraftwerk ist komplett leer. Ja. Da kommt erstmal wieder einer. Ja, 15. Wow. Ölknappheit. Öltanker. Ich brauchte bitte einen Öltanker. Ein knallharter Pirat und dann heißt er Löwenmäulchen. Ja, was? Wie heißt er? Sein Schiff heißt Löwenmäulchen. Löwenmäulchen? Voll süß. Also wenn du jetzt gut bist, dann kannst du ihn eingreifen, weil er ist genau an so einem Inselteil stehen geblieben, wo er nicht raus kann. Stillgestanden! Der Admiral! Das ist voll die Mäusejagd. Kakerlakenjagd. Neue Ziele? Flotte legt ab. Fährt auf dich zu.
ist angegriffen. Jo. Lotte unterwegs. Und dann haut er wieder ab. Ja. Formation einnehmen. Wow, was die Schaden machen. Hä? Würde mich interessieren, was die Schaden machen. Braucht gar nicht mal so viel. Voll die komischen Gammelschiffe sind das. Ja, gut, ist das die epischste Verfolgung, die ich je gesehen habe? Boah, kann man diese scheiß Dampfmaschine nicht irgendwo kaufen? Bei irgendeinem Typen? Oh nein. Ich bin das Werkzeug, das Gottes Urteil vollstreckt. Du hast nur Rohstoffe. Geil. Schiff unter Beschuss. Also, wenn am ehesten würde ich ihn fast behaupten, dass er hier die Scheiße hat. Und alles mit dem Siegel der Königin. Ziegelnähmaschinen. Taschenuhren. Kohle. Ja. Eigentlich habe ich gedacht, dass du was hast. Schiff unter Beschuss. Was? Mein Schiff wird angegriffen? Was? Du fährst gerade an ihm vorbei. Ich habe Pläne für neue Expeditionen aus Baldorado. Wieso fährst du weiter? Keine Ahnung, es kann auch sein, dass es... Wo ist denn das andere Schiff hin? Flotte geht auf Fahrt. Das fährt zwar ein bisschen weiter vor und das andere kurz dahinter. Was ein Bullshit! Okay, eigentlich dachte ich, dass er die Dinger hat, aber leider auch nicht. Oh, Alter. Ich brauch Öl! Ich muss die ganze Zeit warten, bis ich ein Dings hier habe. Die Motorenfabrik, die hat erstmal höchste Priorität. Solange das Öl hier nicht gesaved ist. Boah, dieser scheiß Schnaps, ne? Der ist immer schon die ganze Zeit im Dorn am Auge. Noch mehr Kartoffeln. Kartoffeln habe ich doch sowieso übelst viel. Ja, klar. Ich bräuchte eigentlich, mir mangelt es eigentlich nur an diesen scheiß Fabriken. Ihr Hafen wird angegriffen. Mein Hafen wird angegriffen? Was? Okay, das eine Schiff hat sich gleich erledigt. Ja, ich glaub's auch. Es wäre schön, wenn du das da angreifen würdest, genau. Zu sind sie gute Schwimmer. Schade, der hat gar keine Sachen. Schade, er ist außerhalb des Kontors. Der sein Löwenbäuchchen hat überlebt. Das andere ist weg. Ja, was auch immer der da macht. Wenn du den abgeknallt hast, dann machen wir mal ein Päuschen. Oh, Alter, ich guck die ganze Zeit jetzt begierig hier auf meine Motorenfabriken. Ach, die Hälfte fast. Ach so. Wenn ich das dann habe, was dann? Nehme ich mir das Öl von dem hier? Die sind ja gleich viel besser zusammen. Die Menschen lassen sie hoch. Warte mal, wenn ich Ölhafen. Das ist auch direkt hier nebenan gleich beim Wasser. Das ist tausendmal angenehmer hier. Beton und Glas. Kann ich mal gleich vorsorgen. Haben die das nicht irgendwie zur Auswahl? Nee, die haben nur sowas. Die NPCs verkaufen leider keine Dampfschiffe, zumindest noch nicht. Oh, dann bräuchte es. Dann müsste ich. Dann, ne? Müsste ich da erstmal wieder Dings hinholen?
Baumaterial, dann kann ich hier einen Ölhafen bauen, dann hole ich mir die, klemme ich mir die ganzen Ölquellen hier. Capo Grande braucht jetzt erstmal keinen Strom. Und wenn der Strom brauchen sollte, dann hole ich mir das später dann durch die neue Welt. Oder durch eine andere Pennerinsel. Es gibt ja überall Öl. Sie sind jetzt immer noch nicht abgeschossen. Keine Ahnung. Nee, da gammelt er immer noch mit seinem einen KP in der Gegend rum. Löwenmäulchen. Ja. Und er ist trotzdem schneller wie du. Ja, ach was. Sir Archibald. Ja, Strom ist so eine Sache. Taschenuhren. Was braucht der hier? Ziegel nur. Das ist simpel. 2 Minuten 30 ist natürlich eine Menge. Demnach habe ich dann Gold und ja gut, erfordert Elektrizität. Das kloppe ich dann hier so hin. 2 Stück. Am besten hier so. Ah, das ist ja so riesig, das Ding. Also den kann ich dahin kloppen, das sehe ich ein. Den anderen kann ich dahin kloppen. Davon hätte ich dann eigentlich lieber ganz gerne 2 Stück. Mach hin, Motorenfabrik! Perfekte Produktivität. Wie viel noch? Oh, ernsthaft? Ich soll schon wieder ein Bild von ihrem bescheuerten Hafen machen? Ja, die brauchen wieder ein paar Flyer. Brauchen ein bisschen Werbung wieder. Oh Gott, lag doch nicht so rum, Mann. Wir warten neue Horizonte. Achso. Lol. Ich bin mal so frei. Deine Schiffe sind auf dem Bild mit drauf. Was? Also mein Schiff? Ja, die kommen da gerade ums Eck. Das hier war ein Museum. Dann packe ich das da mal hin. Och, so lame. Ich dachte, das ist jetzt auch so ein komischer Teppich. Wie Jenny da hat. Schade. Nordische Sagen. Ist ja noch sowas. Er gewinnt übrigens wieder an Lebenspunkten. Ach, weißt du, Jenny. Trotzdem ist er bald tot. 66? Scheiße, das reicht nicht mehr. Verdammt. Das kriege ich noch. Fuck. Hab ich denn... Nein. Hätte ich keine Tiere gekauft oder so? Scheiße. Ich dachte, ich krieg die jetzt nochmal in höher. Okay, Waren. Kann der Schnaps jetzt lassen? Bist du in seinem Radius, aber die schießen einfach nicht. Hä? Okay, warte. Tschüss. Muss man erst selber steuern oder was, bevor es eigentlich mal klappt? Hat aber nichts dabei, oder? Toll. Bin begeistert. So, das war's für heute. Es scheint mir aber schon relativ echt ein bisschen zu früh, dass der Opa jetzt hier auch schon mit Dampfschiffe kommt. Weil erst letztes Mal habe ich ja noch gesagt so, oh guck mal, die greifen jetzt auch mal mit Linienschiffe an. Ja, und jetzt schon direkt instant Dampfschiff hinterher? Keine Ahnung. Nein, Öltanker kriege ich nicht mehr fertig. Hallo, ich möchte ins Bett. Ja, Jenny muss ins Bett. Jenny hat Frühschicht. Ach, die Glühbirnenfabrik... Die braucht keine Elektrizität, natürlich, nein, die braucht keine Elektrizität, aber eine Taschenuhr, die braucht Elektrizität, natürlich. Dann speichere ich mal ab. Und verabschiede mich von der Session, von der Verschieben- und Strom-Session. Und wir hören uns das nächste Mal wieder. Jawohl.
Jenny sagt tschüss. Tschüss. Jenny sagt tschüss. Dann geh mal raus, bevor ich jetzt auch...